Und da sind wir auch schon bei einer weiteren Runde Fallen im Echos, hier mit mir Sefi. Und wie gesagt, machen wir jetzt diese Runde mit Almchen weiter und der macht sich gleich mal auf die Socken. Oh, ein Dieb ist erschienen. Was bedeutet das? Der plündert da alles? Keine Ahnung. Wir machen jetzt den Gegner hier fertig. In Nord-Sofia, die Schlacht. Tag 13. War vorhin nicht noch Tag 6? Sir Ulm, our scouts have spied Regellian forces up ahead. Then the battle begins here. So it seems. The fights ahead will be nothing like our skirmishes in the south. You've wounded Regell's pride, and they will strike back without mercy. But the spirit of Sophia demands you prevail. There's no turning back now. I know. Yeah. Yeah. There you are, whelp. I thought you'd never arrive. Wait a second. For that, you march beneath Regell's standard now? Does that really surprise you, Clive? You and the Deliverance took all I believed in and trod it into the mire. In Regell, they still have ideals worth upholding. Damn you, Fernand. Listen to yourself. My king is dead. My country fallen. And I'll not hand this land over to you. Now, it is the Regellian Empire's turn. Lord Berkut shall lead us and unite Valentia under one noble order. Der Typ hat doch nicht mal einen Latten am Zaun. Come to your senses, Fernand. You have always fought for your motherland, for Sophia. Only one of us has lost his senses, Clive. What? Allow me to enlighten you. That boy you have been parading around as your new hero? He was never Meissen's grandson. What is this folly? Oh, I can assure you it is no folly. My source has known Sir Meissen for years. The old knight has no family. Perhaps he made some orphan his ward so he wouldn't have to die alone. You lie. And yet, there is the matter of what the old man of the castle said. Oh, Clive, you've become the very picture of absurdity. Once you were a man to whom the lineage of our noble houses meant all. But now you take for your future king a boy you don't know from a gutter rat. Tja. Ich habe keine Freunde. Keiner mag mich. Oh, es war ein ziemlich offenes Feld. Und du hast Brot dabei. Junge, bist du reich. Kannst dir Brot leisten. Bist voll der tolle Adlige. Alter, hier werden wir ja überrannt. Vor allen Dingen die Kavallerie macht mir ein bisschen Sorgen. Du gehst hier mal ganz flott weg. Also sich immer mit bis. Wer hat denn hier Verteidigung, mal by the way? Kann ich das hier irgendwo nachvollziehen? Oder muss ich das jetzt manuell machen? Ja, schönen Dank. Okay, du hast. Oh, du hältst ja ganz schön was aus, by the way. 9. 5, 7. 6, 8. 8. Ernsthaft? Unser Pegasus-Ritter gehört zu den robustesten Einheiten unserer Truppe? Verdrehte Welt. Gut, die sind nicht standardmäßig stark gegen, die haben keine Bögen, dass sie unsere Pegasus-Ritter gefährdet sind. Dann fangen wir einfach mal an. Oh, hallo, da ist ja noch jemand. Hab dich gar nicht gesehen. Those would be witches. They are women who have offered their wills and souls to Regell's patron god, Duma. He gave them command of vast magic. But little else of who they were remains. Their tale is a sad one, but hardly unusual in a land so hungry for power. That's terrible. If Regell occupies Sophia, her people could be subjected to the same fate. I won't let that happen. Das gucke ich mir doch mal genauer an. Ui, die haben Feuer. Und Teleport. Bewegt Einheit zum Ziel und gewährt Bonuszug. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Was haben die denn für einen Angriff?
Aber das könnte ganz schön wehtun. Naja, solange wir die nicht schnell genug sind. Was haben wir hier? Ein mit Miasma und Erholung, okay. Ich hätte den Rittertod mitnehmen sollen, ne? Ich habe voll vergessen, dass wir den hatten. Na, du hast die Stahllanze, ne? Sehen, wo ist er denn? Der Rittertod. Kannst du nächste Runde dahin galoppieren? Lass mir die erstmal herkommen. So, du machst dich mit deinem Rittertrug jetzt mal geschwind zu den Rittern da auf. Und wir kümmern uns in der Zeit um die Leute hier. Aber erstmal reden wir miteinander. Reden ist immer gut. Reden bist alle Probleme. Ah, salutations, Alm. Hello, Claire. And just what are you guffawing at? Such behavior is unspeakably boorish. Sorry. Sorry, very sorry. It's just, who says salutations on a battlefield? Well, but I say it. Oh, very well. How would our fearless leader have me greet him instead? I'm not criticizing the way you speak, Claire. In fact, I like that about you. You do? Nein! Oh, das würde sogar sehr gut enden. Stellen wir uns mal hier hin. Come at me, fools! Sei vorsichtig, Gray, du bist doch nicht so stark. Twist my arm. Stand back. Just say the word. Ganz vorsichtig. The mother walks with me. Das ist schön. Da ist das schön, dass der Pegasus mal vom Bogenschützen angegriffen wird und nur einen Schaden nimmt. Das gefällt mir sehr gut. Das hätte ich gerne öfter. Er ist bald da. Mal sehen, ob sie trifft. Sehr schön. Hat der gerade gerülpst? Das hat sich fast wie Rülps angehört. So ein böser Bube. Sehr nice. Das scheint sich ja gelohnt zu haben. Durch den Baum! Naja, der steht da auf dem Baum, was erwarte ich? Geh von diesem Baum runter, verdammt! Ich treff dich! Was ist denn hier los? So, müssen wir mal kurz ein bisschen was zustellen. So, auf ein neues. Alter, irgendwann treffe ich dich. Kannst nicht ewig deinem Schicksal entrennen. Alter, war das mies. Also bei der Trefferwahrscheinlichkeit will ich keinen kritischen Treffer kassieren müssen. Oh, arme Claire, ich hoffe, sie überlebt das. Na, auf der guten Seite, sie kann jetzt eigentlich nur noch von den Bogenschützen angegriffen werden, den Tobin gerade ins Nirvana geschossen hat. Wortwörtlich. Und das tut Tobin gerne mal.
Und schon ist der Schaden wieder Geschichte. Das gefällt mir nicht, solange der Magier da in der Reichweite ist. Der macht mir viel zu viel Schaden. So, stell ich mich doch mal raus. Können wir den mit drin kommen? Ach ja, oh, das geht. Interessant. Hätte ich das mal eher gewusst. Lasst mich raten, es steht da. Sagt nichts. Muss man doch irgendwie zu Fall bringen. Das ist doch nicht wahr. Stirb gefälligst. Danke. So, um die muss ich einem kümmern. Der überlebt das ja immer. Ist doch nicht wahr. Oh, das war der falsche Bogenschütze. Naja, was soll's. So, jetzt bitte treffen. Naja. Kann Lukas die wenigstens kaputt hauen. Hätte ich das mal ja gewusst. Oh, schön. Yay, eine Klasse wechseln. Ja. So, kümmert sich fein noch eben darum. Wunderschön. Nicht von mir, by the way. Leider fehlt ihm der Speed. Ich hätte das Teil mal Faye geben sollen oder Dingstens oder Claire. Die hätten genug Speed dafür gehabt. Er ist umzingelt! Folgendes. Da muss mal kurz einer hin und helfen. So. Headshot, voll ins Knie. Impressed yet? Shall I then? Das wird ziemlich eng für dich. Das wird nichts. Das auch nicht. Das wird erst recht nichts.
Na, beginnen wir die Hexen noch sicherer, das Fenster kaputt zu machen. Oder auch nicht. Nein, das kommt alles nicht gut. Also rein theoretisch müsste das ja gut gehen. Das macht eher viel Schaden. Er macht 2. Das heißt, wenn wir ihn jetzt mit dem Rittertod kaputt machen, heißt das, dass wenigstens noch mit 2, dass der noch mit 2 KP am Ende stehen sollte. Wenn er jetzt trifft, heißt das. Ja, das sieht mir sehr nach einem Treffer aus. Den Schlag hat er aber auch verdient. Jetzt gib mir dein Brot und verschwinde. Danke. Wobei, ich glaube, würde sich das lohnen, den Rittertod zurückzuschicken. Ich meine, dann hätten wir zwar weniger Angriff, aber mehr Geschwindigkeit. Ich glaube, das mache ich. So, wir bewegen uns mal aus dem Radius der Hexe raus. Ja, wobei außer Cliff, der sollte wenig Schaden kriegen. Phew. Au. So. Oh, schön. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir hier mit den ganzen Leuten machen. Das gefällt mir gut. Sehr schön. It's nice to get stronger. So, dann kümmern wir uns mal um die andere Hexe. Oh, hi. Ciao. Wir haben hier noch ein Kantor, um den wir uns kümmern sollten. Aber erstmal sagst du Ciao zu dem. So, können wir den aus der Ferne kaputt machen? Nein, wir können ihn vorschwächen. Das ist schon mal ein Anfang. Mist, die kommen alle nicht ran. Mit dem Donnerschlag Schwert greifst du mal magisch an, ne? Was hat das denn für einen Angriff? Plus 2. Haben wir hier vielleicht ein Starschwert auf Tasche? Ein Rostschwert kann ich anbieten. Das ist auch nicht besser. Wir müssen da irgendwie hin. Na, ich glaube, einen Schlag überlebt er noch. Keiner kommt daran, das finde ich total dämlich. Guten Tag, die Dame. Aua. P.
Piss dich, brauch dich hier nicht. Vielen Dank. Sorry, not your preferred outcome? So, nächstes. So, machen wir die mal kurz kaputt. Oh, schön, Geschwindigkeit und Verteidigung. Meine Güte, du bist so robust. Das ist so eine verdrehte Welt hier. So, ist vorgeschwächt. Okay, I'm ready. Phew. So. Das haben wir doch gut hingekriegt. War zwar ein bisschen knapp zwischendurch, aber sonst wäre es ja langweilig. Glad you're safe. We've emerged victorious, but the survivors will be making their way back to the main force. We can't rest on our laurels now. Wouldn't you agree, Clive? Yes, quite. What is it? You look shaken. Oh, right. Forgive me. You and Fernand were good friends. No, it's not that. Well, it's not just that. In any case, it's nothing you need trouble yourself with. If you'll excuse me. What's with him? Tja, das wirst du erstmal nicht erfahren. So, und dieser Part ist auch schon vorbei. Beim nächsten Mal machen wir mit Celica weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann sage ich ciao.